Das, also ich hab's einfach in der letzten Zeit expliziter auszudrücken gelernt. Ich habe es auch in einem Video, habe ich es mal irgendwann gesagt. Die Matrix ist eigentlich nur dann ein Gefängnis, wenn man da drin ist und sich nicht bewusst ist, dass es eine Matrix ist. Weil dadurch wirst du automatisch zum Opfer äußerer Umstände. Und das ist eigentlich falsch. Das gibt es eigentlich nicht. Wir sind niemals Opfer äußerer Umstände. Das glauben wir gerne, reden uns das ein. Aber eigentlich sind wir Opfer ihrer Einstellungen. Und das ist ein Geschenk, das irgendwie mitzunehmen. Das ist, wenn du auf einmal merkst, so, Moment, wenn ich Opfer meiner inneren Einstellungen bin, dann kann ich an denen ja was ändern. Und da ist das dann halt auch so, wenn du dir dann bewusst darüber wirst, dass wir hier in einer Matrix, sprich in einer virtuellen Welt leben. Und ich weiß immer noch nicht, warum sich so viele Leute so dermaßen dagegen wehren. Was ist denn bitte so schlimm daran, wenn das hier virtuell ist? Und ne, die Wissenschaft sagt es ja auch schon seit über 100 Jahren, dass das hier alles nicht massiv ist, sondern dass das alles Schwingung ist. So, ne? Keine Ahnung, vielleicht hätten die Leute, die damals das Doppelspaltexperiment gemacht haben, wenn die schon Red Dead Redemption hätten zocken können. Dann hätten die, glaube ich, eine ganz andere Möglichkeit gehabt, das, was sie da gesehen haben oder festgestellt haben, anders zu deuten. Nämlich halt, dass es eine virtuelle Welt ist. Und dann wären wir vielleicht, wenn die das damals auch schon so ausgedrückt hätten, im Ganzen schon weiter. Jetzt sind wir das halt nicht. Jetzt sind wir gerade halt an dem Punkt, wo die damals hätten sein können. Aber wir sind es ja jetzt. Das heißt, die Möglichkeit, da rauszukommen aus dieser Illusion, die eigentlich das Gefängnis ist, die Illusion, nicht die Simulation. Also die Illusion, wir wären nicht in einer Simulation, die ist das eigentliche Gefängnis. Ist ein bisschen wirres Gerede wieder, ne? Ja. Eine Tanz im Regen. Es ist aber auch dasselbe, wie wenn du deinen regulären 9-to-5-Job machst und es ist noch nicht 5, sondern erst 3. Und du die ganze Zeit auf die Uhr guckst. Wann ist endlich Feierabend? Alter, da zieht sich der Tag so. Es gibt keine effektivere Möglichkeit, als den Tag zu verlängern, als diese. Und genau das Gegenteil kannst du halt eben auch machen, indem du sagst so, oh, jetzt sind nur noch 2 Stunden und dann kann ich nach Hause gehen. Die kriege ich doch locker hinter mich gebracht. Und das ist nur, da sind wir wieder bei der inneren Einstellung. Und da, genau da, lese ich immer unseren Matrix-Code, meinen Matrix-Code. Der ist geschrieben in unseren ureigensten Worten, in unserer eigensten Sprache. Ne? Bruce Lipton hat immer gesagt, your reality is a printout of your beliefs. Also deine Realität ist ein Ausdruck deiner Überzeugungen. Und das ist, das war für mich definitiv so ein Augenöffner, ne? Wo ich gesagt habe, so, wow, ja, genau, Mann, scheiße, wenn ich sage, das ist ein hässlicher Apfel, dann ist das für mich ein hässlicher Apfel. Wenn ich sage, es ist ein schöner Apfel und den muss ich noch nicht mal umdrehen. Ich muss einfach nur sagen, es ist ein schöner Apfel. Dann sehe ich einen schönen Apfel. Es bleibt derselbe Apfel und ich gucke ihn sogar von derselben Seite an. So eine Macht haben unsere inneren Einstellungen. Aber jetzt bin ich ja trotzdem mal brennend interessiert zu erfahren, was das bei dir so war, was das ausgelöst hat. Aber das ist auch bei mir sehr ähnlich. Nur, dass ich die Bücher nicht fast geschrieben habe, sondern ich habe sie geschrieben. Es sind mittlerweile 9 Bücher auf dem Markt. Und das für mich immer noch Wichtigste davon, weil es halt für mich immer noch alles am coolsten zusammenfasst, ist halt eben der Roman 2020, die neue Erde. Und da haben sich auch viele Leute drin gefunden und ich kriege auch vor allen Dingen jetzt nach 2020, also wo eigentlich jeder ins, ich habe das Buch 2015 geschrieben, das heißt, das war 5 Jahre vor 2020. Und jetzt ist inzwischen 2020 2 Jahre her und wir wissen, dass das alles ganz, ganz anders gekommen ist. Und trotzdem schreiben mir immer noch so viele Leute, die sagen, ey Bauchi, du hast das so exakt alles vorhergesehen.
dass sie die, ne, dass ich weiß, okay, die wesentlichen Sachen habt ihr gesehen, ihr habt zwischen den Zeilen lesen können. Na, wenn du dich auf Detail verf natürlich, dann sind einfach, aber es war ein Roman, ich habe Sachen drin verpackt. Ich musste ja irgendwie das, was noch nicht real greifbar war, irgendwie real greifbar machen. Und das ist auch manchmal ziemlich schwer, aber vor allen Dingen hat das Spaß gemacht. Und ich habe es auch ehrlich gesagt so einfach aus dem Äther gezogen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mich eher als der erste Leser, als der Schreiber dieses Buches empfinde. Aber das sind halt auch so Sachen, wo ich halt auch so, also, ne, wer bin ich schon? Ich bin ein Teil des Ganzen. Da hatte ich auch 12 Jahre einen sehr guten Lehrer an meiner Seite. Mein Hündchen, der konnte genau das halt nämlich auch extrem gut. Dieses völlig unbedarft im Moment zu leben. Im Hier und Jetzt zu sein und sich keine Gedanken wegen gestern oder morgen zu machen, sondern wirf den Ball, Alter, wirf! Ich will spielen. So, was ist so, ne? Oder wo ist jetzt das nächste Leckerchen, bitte? Ein Erlebnisort. Ja, genau. Wie halt jede virtuelle Welt, die du im Computer betreten kannst. Ob das jetzt Imperium ist oder Minecraft oder Raft oder Red Dead Redemption, name it, it's all the fucking same. Es ist einfach ein Raum, in dem du was erleben kannst. Und genau das ist das ja. Das erinnert mich total an eine ganz bestimmte Szene in Harry Potter, und zwar im letzten Buch oder im letzten Film, wo er stirbt. Er muss ja von Voldemort umgebracht werden, weil er selber der letzte Horcrux ist, ne? Und dann trifft er ja quasi im Jenseits auf den Dumbledore und fragt ihn dann noch, ist das hier echt? Oder bilde ich mir, oder finde, ist das nur in meinem Kopf? Und dann sagt Dumbledore mit so einem süffisanten Lächeln, es findet in deinem Kopf statt, Harry. Eindeutig. Warum muss das bedeuten, dass es nicht echt ist? Und das ist, glaube ich, was viele Leute, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich Doktrination und irgendwie Schulung in die Richtung, dass wir es verlernt haben, quasi das, was in unserem Kopf ist, als real wahrzunehmen. Wir haben uns so darauf trainieren lassen, dass das, was wir als außen wahrnehmen, real ist und das in unserem Kopf in Anführungsstrichen nur Fantasie, Träumerei, irgendwas, was auf jeden Fall mit der Realität nichts zu tun hat. Und das ist sowas von blöd eigentlich und falsch, dass ich halt, also das war für mich einer das ist eins der geilsten Zitate aus der ganzen Harry Potter-Reihe. Und was ich so schräg finde, ne? Ja. Es gibt so viele Bücher über Traumdeutung und so eine Nachfrage auch. Die verkaufen sich ja auch verdammt gut, diese Bücher. Ich habe nicht ein einziges Buch gefunden über Realitätsdeutung. Kein Schwein, weil alle denken ja, die Realität nehme ich ja so wahr, die ist ja so, wie ich sie wahrnehme. Statt mal anzufangen zu deuten, wie ich denn die Realität überhaupt wahrnehme und dann auch darüber dahinter zu kommen, dass andere das offensichtlich ganz anders wahrnehmen, weil wenn das nicht wäre, hätten wir keinen Grund zum Streiten, ne? Aber das ist halt eben genau das, dass du egal, was du angucken kannst, aus unterschiedlichsten Perspektiven angucken kannst. Und die Realität, die wahre Realität, die wir da eigentlich ständig suchen, ausschließlich da zu finden ist, wo du einen kompletten Rundumblick um das Thema herum gemacht hast und es dir von allen Seiten angeguckt hast. Dann erst weißt du eigentlich genau, womit du zu tun hast. Und nicht so dieses Schwarz-Weiß-Denken immer, das funktioniert dann halt einfach nicht. Ja, eben. Und wenn du das mal irgendwann siehst und es auch mit dem Herzen siehst, so, der andere ist einfach der mir gerade an die Wäsche will, der mir gerade irgendwie, oder der mir gerade einen Grund gibt, ihn abgrundtief zu hassen, bin einfach nur ich selber.
Also im anderen. Ich gucke mich selber, es ist ein Spiegel. Ich gucke in den anderen. Das muss mir doch auch irgendwann bewusst werden, dass ich im anderen grundsätzlich immer nur das sehen kann, was ich in ihm sehen kann. Was ich aus mir heraus in der Lage bin, in den anderen rein zu interpretieren. Deswegen ist auch das so, dass wenn irgendjemand was über dich sagt, der darüber viel mehr aussagt über sich selber als über dich. Deswegen ist das halt für mich dann auch irgendwann gar nicht mehr so wichtig geworden, was andere Leute über mich sagen, weil mir bewusst wurde, hey, du redest da gerade von dir selber, Alter. Das ist für mich gar nicht relevant, ob dir das bewusst ist, aber für mich macht es einen riesengroßen Unterschied, dass mir das bewusst ist. Weil ich habe mich früher sehr davon bekloppt machen lassen, dass die Meinung anderer über mich irgendwas mit mir zu tun hätte. Das hat mir, wie nennt man das? Selbstzweifel, Identitätskrise, sowas halt. All solche Sachen kamen genau dadurch, dass mir wichtig war, was andere von mir denken. Und das ist auch so, das ist jetzt nicht unbedingt ein Gefängnis, aber das ist eine Fessel. Das fesselt dich regelrecht in allen möglichen Aspekten. Aber es behindert dich halt irgendwo auch in deiner Freiheit, dich einfach frei und so verrückt du nur kannst im Sinne irgendwelcher gesellschaftlichen Vorgaben, dich halt eben nicht angepasst zu verhalten, sondern möglichst aus deinem innersten Empfinden heraus, vor allen Dingen in deinem Wohlempfinden. Mit was fühle ich mich gerade wohl? Mit was zu tun, mit was zu denken, mit was zu reden? Und das dann halt zu denken, reden, tun. Und möglich nichts anderes mehr. Und da wird dann auch auf einmal egal, wie andere das finden, wenn du einfach darauf achtest, dass du bei denen keinen Schaden anrichtest. Ne, wenn ich weiß, okay, ey, doof darfst du finden, was ich tue. Aber ich will dir nicht damit schaden. Wenn ich dir damit schade, dann mache ich es entweder anderswo oder im Moment einfach mal gar nicht, weil ich vielleicht auch darauf verzichten kann, weil mir nichts so viel wert ist, dass ich es brauche, wenn ich es auf ein anderer brauche. Also wenn du drunter leiden musst, dann habe ich nichts davon. Das weiß ich einfach inzwischen, weil du ja ich bin. Also ich schneide mir dann ins eigene Fleisch, es kommt also nichts. Ich bin jetzt echt mal, ich bin mal sehr gespannt auf mein nächstes Video. Da hadere ich nämlich auch jetzt so schon seit ein paar Wochen. Es ist ja jetzt irgendwie 4 Jahre her, dass ich da diese Aktion auf Bäckerfinker gemacht habe, auf Mallorca. Und das ist halt eben auch natürlich ein einschneidendes Ding in meinem Leben gewesen. Ne? Und die Alicia Joe, die hatte irgendwie vor 2 Jahren mal bei Wer wird Millionär mitgemacht. Und dann hat sie jetzt letztens auch ein Video dazu gemacht. Deswegen kam ich da überhaupt auf die Idee. Was denke ich heute, 2, 4 Jahre später, über diese Aktion? Und ich fand das halt so toll, wie sie auch in ihrem Video es geschafft hat, vor allem sich auf die positiven Sachen zu konzentrieren. Und das ist für mich immer noch eine Herausforderung, das gebe ich ganz offen zu, weil es hat mich wirklich viel, viel, viel gekostet. Mich eigentlich alles gekostet. Ich habe alles gesetzt, ich habe alles verloren. Aber ich habe auch verdammt viel daraus gewonnen. Nur das hatte ich nicht sofort. Den ganzen Verlust, den hatte ich sofort. Für das, was ich gewonnen habe, brauchte es eine Weile, dass ich zeigen konnte und ich es vor allen Dingen auch erkennen konnte. Aber ich hätte zum Beispiel meine letzten beiden Bücher definitiv nicht schreiben können, ohne die Erfahrungen auf der Finca von dem Boris Becker. Mit diesen ganzen Energievampiren, die ich mir dann daran gelacht hatte. Ne? Und ja, und die Erfahrung ist unbezahlbar. Ja, ist der einzig reale Wert. Ja. Und wo du gerade dieses Stichwort Universum sagst, ne? Also im Englischen kommt es ja auch so, es ist das
Universe. Das Universum bist auch du. Das ist auch nichts von dir getrenntes Externes oder sonst irgendwas. Das heißt, die Watschen kommt retour von dir selber. Das kann man auch Karma nennen. Wenn ich haue, dann tut's weh. Und zwar nicht woanders, vielleicht zeitversetzt dann bei mir, aber auf jeden Fall bei mir. Und ich muss das irgendwann erkennen. Weil ansonsten bin ich wie ein Homer Simpson, der sich ein ums andere Mal den Finger schneidet, aua, brüllt und ja, aber einfach nicht aufhört. So, und genau da reden wir explizit wieder von inneren Einstellungen. Ne? Die sind so wahnsinnig wichtig. Sollte man sich wirklich mal genauer angucken. Das lohnt sich ohne Ende. Also ich kann das, ich bin ja Online-Gamer, ne? Bei mir, ich bin ja irgendwie 2010 quasi darauf gekommen, dass ich quasi auch nichts anderes tue, als meine Jungs, meine Freunde, die ich da beim Daddeln beobachtet habe und gemerkt habe, Alter, du machst hier gerade nichts anderes. Du machst es nur auf deinem Bildschirm und dein Bildschirm ist der, den, dein, wo deine Augen, also ne, mein Sichtfeld halt. Ich habe halt das erste Mal da wirklich meinen inneren Monitor wahrgenommen. Nicht nur das Bild, das mir dieser Monitor zeigt, sondern den Monitor selbst. Und habe halt gemerkt, dass ich da in meiner Matrix, in meiner Welt auch nichts anderes tue als die. Und jede andere, nämlich zu versuchen, in Bezug auf das, was ich erleben will, im möglichst günstigen und richtigen Moment den richtigen Knopf zu drücken. Das ist das, was all diese ganzen Computerspiele alle unterm Strich gemeinsam haben. Das fängt bei Pong an. Es geht darum, im richtigen Moment den richtigen Knopf zu drücken. Wenn du es nicht machst, verkackst du. Ne? Und das war diese Parallele, die ich gesehen habe. Und auf einmal war ich dann, dadurch bin ich auf einmal in der Kopfkonsole gelandet, anders wusste ich es dann auch nicht zu nennen, und halt in Analogie zu diesem Online-Gaming kam mir dann halt eben das On-Mind. Wir sind On-Mind online. Wir sind On-Mind vernetzt über das Internet. Und im Rahmen dessen habe ich natürlich die Möglichkeit, meine Head-Up-Displays aufzurufen oder irgendwelche Fenster. Das ist öfter beschrieben. Wir sind zum Beispiel Charakterauswahl. Ich kann spielen, wie ich will. Letztendlich spiele ich ja auch grundsätzlich, wie ich will. Irgendwas. Mein Verhalten habe ich grundsätzlich irgendwem abgeguckt. Wir sind wie kleine Affen, die durch Kopieren lernen. Das heißt, es ist doch scheißegal, ob ich jetzt einen gewissen Spruch, der mir in der Situation weiterhilft, von meinem Vater habe oder von einem Lehrer oder von einer fiktiven Figur aus dem Film. Das spielt doch keine Rolle. Solange ich, und dann habe ich halt angefangen, es gibt dann halt so eine Reihe von Charakteren, die bei mir immer ganz links, also unten habe ich quasi so meine Charakterauswahl, mit der ich spielen kann. Das Geile ist, ich kann mehrere gleichzeitig spielen. Ich kann den MacGyver gleichzeitig mit dem Jack Sparrow spielen und meinem Vater. Und dabei genau wissend, warum diese Charaktere und warum ich die spiele und was für einen Vorteil die mir gerade bieten. Ne, das war am Anfang so. Mittlerweile mache ich das so. Das ist für mich völlig normal geworden. Wie wenn du halt ein Computerspiel daddelst und es 3-4 Stunden gespielt hast, dich eingespielt hast und dann nicht mehr. Also eins dieser Spiele, was mir da wirklich dabei geholfen hat, das nochmal wirklich auf einen ganz anderen Level zu greifen, das war auf der PS Portable. Lego Fluch der Karibik. Ich habe das. Ja, ne? Aber du musst. Da läufst du halt eben auch mit etlichen Charakteren durch die Gegend und musst in verschiedenen Situationen gerade einfach mal den Charakter wechseln, weil alle Charakter unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und wenn du da jetzt eine bestimmte Tür aufmachen willst, dann kannst du das nicht mit dem einen Charakter, dann musst du den anderen Charakter. Das musst du als Spieler wissen. Na, wenn es nicht weiß, dann muss es so lange ausprobieren, bis es kapierst. Ach scheiße, Türen muss ich mit dem aufmachen. Alles klar. So, und dann war das für mich halt so, MacGyver
Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nicht eine einzige Folge MacGyver geguckt, aber ich wusste, der Typ war in der Lage, in einer Notsituation nicht zu verzweifeln, sondern sich umzugucken und zu gucken, wie bekomme ich aus dem, was mich umgibt, eine Lösung geschaffen und umgesetzt. Das ist, warum MacGyver für mich bis heute definitiv, wenn ich ein Problem sitze, dann was würde MacGyver tun? So, ne, gleichzeitig ist ein Jack Sparrow extrem wichtig für mich, weil der, was macht ein Jack Sparrow aus in all den Filmen? Der spielt die ganze Zeit vor allen Dingen sein eigenes Spiel. Klassische Szene ist, wo im ersten Film er dann gegen den Barbossa kämpft, selber sich den Fluch zugezogen hat, selber im Mondlicht quasi da zum Geist wird. Der Turner kämpft da unten in der Höhle mit jemand anderem, dann kommt die alte Schnecke da rein und fragt, auf welcher Seite ist Jack gerade? Und er so, im Moment? Keine Ahnung. Genial, weil er ist immer auf seiner Seite, behält aber, und das ist sehr wichtig für ihn, sämtliche Interessen aller anderen im Auge. Und das ist seine Lebensversicherung, weil auf die Weise bekommt er es hin, seinen Willen durchzusetzen, dabei aber auch den Willen der anderen. Und man könnte quasi sagen, er spielt die anderen gegeneinander aus, aber eben mit dem Ziel, nicht nur seine eigenen Interessen, sondern allen Interessen nachzukommen, was ihm am Ende immer das Überleben sichert. Weil natürlich finden den alle doof, natürlich sind die alle sauer auf den, aber letztendlich müssen sie ihm dankbar sein. Weil er dafür gesorgt hat, dass sie ihren Scheiß auch bekommen. So, ne? Er nutzt sie nicht aus. Jack Sparrow nutzt niemanden aus im Sinn von, dass es auf deren Kosten gehen würde. Er ist einfach nur schlauer als die anderen, weil er auch in der Lage ist, quasi diese unterschiedlichen Sachen. Und er sagt es ja in der Höhle, glaube ich, dann auch noch, hey, kein Problem, du kriegst deinen Willen, okay, und der Turner stirbt, aber der hat ja auch gesagt, der kriegt also auch seinen Willen, so nach dem Motto, und am Ende stirbt der Turner noch nicht mal, wobei ein paar Filme weiter dann wieder anders, aber verstehst du, was ich meine? Und deswegen ist das so, und dann ist zum Beispiel mein Vater ein sehr großes Beispiel für mich. Also das ist halt eben vor allen Dingen im Gegensatz zu meiner Mutter, die immer sehr emotional mit Themen und Problemen umgegangen ist, mein Vater halt eben sehr herausstechend, also für mich deutlich sichtbar, gegenteilig, sehr rational mit Problemen umgegangen ist. Das heißt, wenn ich gerade ein Problem lösen muss, ey, dann habe ich auf jeden Fall diese drei Charaktere schon mal aktiviert. Bin ich alle die. In einem. Und ne, alles, was mir da jemals untergekommen ist, was mir gerade hilft, bin ich dann auch. Da findet man halt mehr auch zum Thema. Ne? Ich habe halt auch ein Buch über Online-Gaming geschrieben und in 2020 ist das halt auch mit drin verwurschtelt und ja, also bei mir findet man halt solche Sachen. Wer sich dafür interessiert, der kann da gerne mal reingucken. Alles Inspiration.